Du kennst H5P und hast vielleicht schon mal den ersten Inhalt erstellt und jetzt hast du das Problem, dass du leider keinen Server hast, auf dem du H5P laufen lassen kannst. Also kein Moodle, kein WordPress, kein Drupal. Vielleicht möchtest du H5P.com auch nicht benutzen, könntest du ja machen, aber es kostet Geld. Andere Server kommen vielleicht gar nicht in Frage aus Datenschutzbedenken. Oder anderer Fall, deine Schülerinnen und Schüler haben vielleicht gar nicht regelmäßig Netzzugang. Das heißt, ein Webserver würde denen gar nichts bringen, selbst wenn du den betreiben könntest. Was kann man da tun? Es gibt momentan leider noch keine Lösung vom H5P-Kernteam, aber H5P ist ja eine quelloffene Software. Das heißt, andere Leute können sich den Quelltext angucken und ihre kleine Welt drumherum bauen. Und es gibt zwei Lehrer, die haben genau das getan. Die haben eine Software geschrieben, die heißt Lumi. Die bekommt man auf lumi.education, so heißt die Website. Und die kann man sich installieren auf Windows, auf Linux und auf macOS. Und dann sieht die so aus. Die gibt es leider noch nicht für iOS oder Android, kommt aber wahrscheinlich auch noch. So, also was kann man damit tun? Ich kann als Lehrender zum Beispiel erstmal unabhängig von irgendeinem Webserver auf meinem Rechner H5P-Inhalte erstellen. Das heißt, die mache ich auf. Mache ich auf. Ich gehe hier auf H5P-Editor und ihr seht schon, es gibt mir zwei Möglichkeiten. Ich kann existierende Inhalte öffnen, die ich vielleicht schon mal auf meinem Rechner habe und die weiter bearbeiten möchte. Oder ich erstelle einfach einen neuen. So, und wenn ihr H5P kennt, das ist halt der normale H5P habt, da könnt ihr aussuchen, was ihr erstellen wollt. Wenn ihr H5P noch Inhalte noch nicht erstellt habt, guckt euch das vielleicht erstmal an, sonst seid ihr vielleicht jetzt ein bisschen überfordert, was ich hier schnell zusammenklicke. Aber wenn ihr das kennt, wird euch nicht überraschen, was ich jetzt tue. Ich nehme einfach mal Multiple Choice und ich gebe dem Ganzen einen Titel, weil es den braucht. So, und eine Multiple Choice Frage braucht natürlich eine Frage und mindestens zwei Antwortmöglichkeiten. So, wir machen mal A und B und sagen, B wäre richtig. Jetzt haben wir eine Multiple Choice Frage erstellt. Mit View können wir uns die angucken und gucken, ob das so funktioniert, wie wir es wollen. Ja, A ist verkehrt, B ist richtig. Sehr schön. So wollen wir das haben. Was machen wir jetzt damit? Noch ist die nur im Speicher, aber wenn ihr H5P kennt, ihr könnt ja bei H5P auch die Dateien, die existieren, herunterladen und dann weiterverteilen. Zum Beispiel von WordPress zu Moodle, das geht ja problemlos. Und Lumi ist ein weiteres System, bei dem das funktioniert. Ich kann einfach die Datei nehmen und speichern. Und dann sage ich ihm, bitte pack die mal auf meinen Desktop und wir nennen sie einfach mal mc.h5p. Und da liegt dann die H5P-Datei. Und ja, da kann ich später weiterarbeiten oder ich kann sie eben jetzt auch an Leute verschicken. Man muss sie natürlich irgendwie rüberkriegen, aber es kann jetzt auch ein USB-Stick sein, den ihr weiterreicht. Ihr könnt es auf eine CD-ROM brennen. Sogar auf Disketten sollte es noch passen, aber vielleicht habt ihr auch noch eine Mail, die ihr verschicken könnt und eine Dropbox, wo ihr Sachen lagert. Da könnt ihr jetzt die H5P-Dateien da reinschieben. Andere Leute können sich die auf einen Server packen oder sie nehmen halt auch Lumi. Jetzt nehmen wir das mal zu. Wir nehmen den lernenden Fall vielleicht und haben auch Lumi und gehen auf H5P-Editor. Und ihr habt ja gesehen, ich kann auch Dateien öffnen. Na? Existierende H5P-Dateien öffnen. Und auch das kann ich hier tun. Jetzt gehe ich da auf den Desktop, nehme die Datei, die ich gerade erstellt habe und mache die auf. Jetzt werdet ihr gleich sehen, es gibt schon mal den ersten Haken bei der Sache. Erstens, man landet hier in dem Editor. Das heißt, als Lernender, wenn ich das aufmache, ich kann mir das natürlich, ich kann sagen wir mal, mich nicht selber betrügen und direkt auf View klicken und jetzt die Aufgabe bearbeiten. Ja, aber ich kann mir halt die Antworten auch angucken. Vielleicht wollt ihr das nicht. Den Fall deckt halt Lumi nicht ab. Also ist halt in der H5P-Datei. In der H5P-Datei sind die Antworten ja eh enthalten. Aber so ist es natürlich dann super einfach, die auch noch zu sehen. Was Lumi dafür auch noch bietet für diesen Fall. Also, wir haben jetzt immer noch diese Multiple-Choice-Frage, die haben wir gerade geladen. Ich kann die nicht nur in eine H5P-Datei speichern, sondern ich kann sie auch exportieren in eine reine HTML-Datei. Das mache ich so, dass ich hier draufklicke, auf Exportieren gehe und dann fragt er mich noch was. Wir nehmen jetzt erstmal Nein, wir wollen keinen Reporter haben. Den gucken wir uns gleich an den Fall. Wir sagen Nein. Und dann wird er mich jetzt auch fragen, so, wo soll das denn hin? Auf den Desktop bitte. Und dann nennst du das mc.html. Und jetzt exportiert er die Datei. Je nachdem, was da drin ist, kann das durchaus sogar einen kleinen Moment dauern. Jetzt ist er hier schon fertig. Aber wenn da Bilder drin sind oder gar Videos, muss das erst passend enkodiert werden, so nennt man das. Und dann kommt das alles in diese eine HTML-Datei. So, was haben wir jetzt von dieser HTML-Datei, wenn das doch auch mit einer H5P-Datei geht? Naja, für H5P-Dateien brauchen wir immer eine Umgebung, die das abspielen kann. In dem Fall hier halt zum Beispiel Lumi oder ein System im Web, wo H5P draufläuft. Eine normale HTML-Datei, wo jetzt alles drin ist, die ganzen HTML-Sachen, wenn da Bilder drin wären, wären da die Bilder drin. Dafür reicht ein Browser. Das heißt, diese Datei kann ich jetzt verschicken und ich klicke einfach mal doppelt drauf. Und ich mache die, es geht in meinem normalen Browser auf und da ist die halt. Und die ohne Schnickschnack. Ist jetzt sehr breit gezogen,
Aber meine Frage ist da, ich kann jetzt hier beantworten. So, und klar, in der HTML-Datei, wenn man da reinguckt, muss man jetzt ein bisschen findiger sein, findet man auch die Antworten. So, aber das ist doch eine probate Lösung. Wenn ihr keinen Server habt, wo ihr es ablaufen lassen könnt, dann schickt ihr Leuten die Datei. Das geht ja meistens noch irgendwie, oder wie gesagt, CD-ROM, USB-Stick, was auch immer. Und dann kann man die benutzen. So, der Nachteil ist natürlich, was man vielleicht ja speziell auf Moodle-Systemen, wo Hafenfehlauf ganz schön ist, man kriegt so ein Gradebook, man kriegt eine Auswertung. Die ist jetzt natürlich nicht dabei. Also ich als Lernender könnte jetzt natürlich so einen Screenshot machen und den wieder zurückschicken, aber das ist ja ist ein bisschen müßig wahrscheinlich. Lumi bietet noch ein bisschen mehr. Ich habe ja gerade noch eine Option unterschlagen. Wir machen das nochmal zu und wir machen Lumi nochmal auf. Ich exportiere die Datei nochmal in eine HTML-Datei, aber exportieren und ich werde jetzt diesen Reporter dazu packen. Wir gucken gleich mal, was der Unterschied ist. Also ich sage mal ja und er macht jetzt erstmal genau das gleiche. Also er will das wieder speichern. Wir packen es wieder auf den Desktop und dann ist vielleicht MC2. Da ist jetzt dieser ominöse Reporter mit drin. So, also er speichert das jetzt. Und wir machen jetzt einfach mal diese MC2-Datei auf. So, zack. Und ihr seht, ist schon ein bisschen schicker. Das ist das Erste, weil das jetzt nicht ganz in die Breite gezogen ist. Aber ich kann auch hier die Frage beantworten und auf Check klicken. So, und gut, Lösung angucken und so weiter. Also was man halt von HTML kennt. Was ich jetzt aber als Lernender auch noch machen kann, ich kann hier oben auf das kleine Symbol klicken. Das heißt, ich brauche jetzt keinen Screenshot machen, sondern ich kann jetzt hier noch meinen Namen eintragen. So. Das ist jetzt von mir und jetzt speichert er eine Datei, die heißt, die hat die Endung .lumi. Für die Techniker unter euch, das ist eine JSON-Datei, wo sogenannte X-API-Statements drin sind und noch ein paar Infos zu der Bibliothek, zu der HTML-Bibliothek, aber so, die speichern wir jetzt auf dem Desktop. Die meisten interessiert es ja nicht so, was da drin ist. So, und diese Datei, die würde ich jetzt dem Lehrenden zurückschicken. Das heißt, den Browser können wir jetzt zumachen. So, und irgendwann hat der Lehrende vielleicht seine 20, 25 Dateien zusammen von allen Leuten, die die Aufgaben bearbeitet haben. Und dann macht er wieder Lumi auf. Und dann geht er zum Start von Lumi. Er sagt, geht nicht in den Editor, sondern in den Lumi Analytics Teil. Das klingt doch schon vielversprechend, wenn es so um Punkte und sowas geht. Und was ich jetzt hier machen kann, ich kann jetzt nach und nach meine .lumi-Dateien laden, die mir meine Lernenden geschickt haben. So, da ist mein Oliver.lumi, das lade ich einfach. So, ich könnte jetzt halt noch weitere dazu laden. So, und was passiert? Ich bekomme hier die Auswertung. Also, hier steht natürlich mein Name. Also, wer das war hier, wir würden jetzt weitere Zeilen für alle Lernenden erscheinen, wenn mir Thomas und Ulrike und Stefanie und wer auch immer noch die Dateien geschickt haben. Die Lumi-Dateien, dann wären deren Ergebnisse drin. Das sind die Zeilen. Und in den Spalten seht ihr jetzt natürlich nur Multiple Choice, weil das nur eine Multiple Choice-Aufgabe war. Aber da könnte ich jetzt sehen, okay, Oliver hat da 0 Punkte gemacht und insgesamt auch 0 Punkte. Warum gibt es da noch so eine Insgesamt-Spalte? Weil natürlich Kurspräsentationen auch mehrere Aufgaben enthalten können und die wären dann hier in den Spalten einsortiert. Das heißt, ihr könntet dann für jede einzelne Aufgabe sehen, was hat dann die Person gemacht und würde dann auch das Gesamtergebnis am Ende sehen. Und ihr könntet hier natürlich, wenn ihr viele Schülerinnen habt und viele Dateien, dann gebt ihr hier halt noch den Namen ein und dann könntet ihr filtern. Gibt natürlich keinen Sinn, weil das nur ich kann. So, das war jetzt der kurze Ritt über Lumi. Ist halt, wie gesagt, eine Option, wenn ihr keinen Server habt oder wenn ihr grundsätzlich vielleicht lokal erstmal Inhalte erstellen wollt und die dann irgendwann gesammelt irgendwo hochladen wollt, dann könnt ihr das damit auch machen. Ich hoffe, das ist eine gute Option für euch.